Es ist wieder GTA 4 Zeit und damit herzlich willkommen. Und wir haben jetzt unsere zwei neuen Auftraggeber. Einer ist direkt um die Ecke, dieser DR, wer auch immer dieser DR ist, aber da kann ich auch zu Fuß hin. Dann sprinten wir mal eben. Boah, meine Güte. Nichts passiert, fahr weiter. Oh, jetzt. Oh mein Gott, ey, jetzt fährt er uns auch noch an. Das sieht so geil aus, wenn er so umknickt. Ja, dann gehen wir mal hier zu dem DR, wer auch immer DR ist. Und was uns hier erwarten wird, weiß ich selber nicht. The Master and the Molotov. Oh, das hört sich komisch an. Ach, Dimitri. DR ist Dimitri. Haben wir den jetzt auch als Auftraggeber? Okay. Dimitri. Hey. Sit down. What's the problem? What do you think? Michael, Mr. Faust. You're given a choice. Kill your best friend or die. What do you do? And there is no way out? Not now. Not after you killed Petrovic's son. You don't have any family. You could run. Wherever you go, people will find you if they want to badly enough. And for this, they want blood. But you and Mikhail, you have so much history. Sure. Well, I killed the boy, so they want me too. No. I told them you were a hired gun. And they said, as long as you were the one to kill him, you'd be spared. So that's the way it is. Yes, that's the way it is. Wir sind der Auftragskiller. Sehr schön. Also können wir nicht sterben. He'll be leaving his house in a little while and heading for the club. Do what you have to do. You know, if there's one thing I've learned, it's that we must obey the rules of the game. We can pick the game, Niko Bellic, but we cannot change the rules. See you later. Sehr schön. Wir dürfen uns das Spiel aussuchen. Und dieses Spiel wird brutal sein. Geh zu Faustins Club. Ja, dann machen wir das mal. Wir müssen uns erstmal wieder eine Karre suchen. Eine anständige. Karre. Nehmen wir uns die wieder. Polizist haben wir nicht. Nee. Einmal wieder einschlagen. Please make a U-turn. Aha. Gut zu wissen. Wenn wir jetzt mal wieder zum Club gehen, ihnen mal einen kleinen Besuch abstatten und unsere Spielregeln zeigen. Packen wir hier. Und was sollen wir jetzt machen? Ich denke mal reingehen, oder? Ach, da kommt er gerade. Oh, das sieht nach Megaschießerei aus. Dimitri. Niko, es dürfen keine Fehler passieren. Michael ist ein gefährlicher Mann. Ich hab dir seitlich vom Club was zu deinem... Boah, diese Textnachricht hier, ne? Ich hab dir seitlich vom Club was zu deinem Schutz hinterlassen. Dein Freund Dimitri. Seitlich des Clubs. Okay. Dann gehen wir da mal hin. Oh, in der Mülltonne, sehr schön. Ah ne, doch nicht. Faustin ist im Perestroika. Oh, wie man auch immer das ausspricht. Ich denke mal, wir werden dann... Soll man schon bewaffnet reingehen? Ne, noch nicht. Okay, erstmal eine Frequenz. Nico!
Nico Bellic. You and Dimitri are taking over now. This is not about taking over. You brought this on yourself. You pushed things too far. You would be sehr dead weit if gegangen. It wasn't for me. That is what Dimitri wanted when you killed Vlad. Dimitri, my brother. Na, ich glaube nicht, dass es dein Bruder ist. You see this? This statue says we are brothers for life. And now he betrays me. You didn't give him a choice. You should have been calm. No one, not Dimitri, not anyone tells me to come. You think Dimitri would have survived prison without me? He'd just be some prison queen had I not been there. Meet for some gin monkey. I am not dead yet. Noch. Some are still loyal. Das wird sich noch ändern. Guards! Oh. You fight like a war. Like spineless. So. Das war ein kurzes Ende für die. Ach nein. Nein, da will ich doch gar nicht hin. Ist das überhaupt ein Normal? Wo ist der denn da? So, haben wir den schon mal ein bisschen angeschossen. Oh nein, doch jetzt nicht nachladen. Ah Mann, der ist nach oben. Lad schnell hoch. Waffen haben wir. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Boah. Wie viele sind das hier? Jetzt müssen wir erstmal hochsprinten. Was ist der denn da? Hab ich ihn jetzt schon totgeschossen? War es das schon? Ja, das war's schon. Das ging ja schnell. Ein bisschen zu schnell, finde ich. Ich glaube, so sollte das gar nicht ablaufen. Naja, egal. Faustin is dead. You did a good thing. A hard thing. But a good thing. Hopefully this will mean peace with Petrovic. Ja. Faustin, das war's dann mal mit dir. So, schnell die Waffe einpacken. Dann haben wir den schon mal weniger. Wo muss er denn hin? Kann man hier wieder zurück? Wo war denn hier der Eingang? War doch irgendwo, wo ich rausgekommen bin. Ich glaube hier. Ah, hier. Muss ja erstmal die Kohle einsammeln. Hier waren ja nämlich noch Waffen. Da ist noch eine Waffe. Und hier sind wir irgendwie in den Salon gekommen. Och, hier ist schon wieder Party. Als wenn nichts gewesen wäre. Dann gehen wir mal wieder raus. Der beste Laden ist es ja nicht. Und da ist unsere Karre. Jetzt fahren wir mal zum B. Ich meine, diese Autofahrer hier. Mensch, du. Ja, den zweiten können wir noch machen. Da ist die Zeit noch da. Aber wo ist der überhaupt? Ach, der ist hier irgendwo in der Nähe wieder. Jetzt müssen wir nur irgendwie runterkommen. Wie kommen wir am besten jetzt hier runter?
Du kannst Dimitri anrufen und erfahren, ob er mit Petrovic gesprochen hat. Du kannst aber auch warten, bis Dimitri dich anruft. Ich glaube, da falle ich mal nicht runter. Das würde nicht gut enden. Dann müssen wir dann doch den Umweg fahren. Jetzt bin ich mal gespannt, wer das B ist. Also, wer das D ist, weiß ich ja jetzt, aber wer ist das B? B habe ich bis jetzt noch nichts von gehört. Also die Aufträge werden ja auch immer weniger. Wir sind ja einen nach dem anderen hier am Töten. Search and Delete. Hui, schicke Karre hier. Hey. Hello. I'm busy. I said I'm busy. Hello. Ow! Motherfucker! Is your boss around? What'd you do that for? Is your boss around? Yeah, he's around. Brucey! Ah, fucking Brucey. Polack asshole for you. Pleasure to Den meet haben wir you noch too. Im Petto. It's not a Polack. Stimmt. Brucey, da war ja noch einer. Fucking asshole. Sorry, Nicky, man. How's things? Okay. Sweet. I got you, man. I'm big, but I'm also fast. Wake up, boy! Oh, I'm sorry. Can you show me that again? Enough, man! Enough! Fuck me, man. Right, yeah, huh? Das war's dann. That's some Red Army shit, serious. You gotta show me that one. I'm all about power. Ja, come on, touch wir my haben bench, die Kraft man. Und du nicht. Rock hard. I bench 450. I'm like, Yeah. Oh, shit, no shit. What are you doing here? Well, Roman said maybe you needed some help and we need some money real bad. Shit, my bad. Yeah, of course. Love that guy. Love him. I mean, I am no chubby chaser, but if I was and a queer, that guy would be in trouble, you know what I'll I mean? Let them know. Hey, I'm shitting with you. Brucey likes pussy. Remember that, right? Okay. All right now, Nicky, listen up. I know you guys need money bad. Yeah. This ain't a nice job. Not exactly mom and pop shit. No problem, as long as the pay is good. Sometimes people fuck other people over, okay? And the people that fuck other people need to get fucked with, especially people that go into hiding before they can get on the stand and put a lot of guys inside for a lot of time. What? I need you to whack some people, only they're in hiding. How do I find them? Man, you're cold! You didn't even blink! Love that, I fucking love that! You gotta steal a police car, get on the computer, give me a call, they're easy to hack. Not really. All right, Brucey. I'll give you a call. Ice cold, man! Ice cold! Oh, der scheint sehr überzeugt von uns zu sein. So einen Auftraggeber hatte der wohl noch nicht. Oder so einen Auftragstyp hier. So, jetzt müssen wir erstmal ein Polizeiauto besorgen. Irgendwie ist ja bei mir in der Nähe immer ein Polizeiauto. Warum auch immer. Dann werden wir uns da nochmal hinbegeben. Und uns da hoffentlich das stehende Polizeiauto nehmen. Muss ich aber jetzt nochmal gucken, ob das da noch steht. Aber meistens, wenn ich da einmal vorbeifahre, dann steht's da. So, hier irgendwo rechts steht das immer. Da steht's doch. Perfekt. Nehmen wir das. Oh. Das ist nicht so gut. Ja, müssen wir durch. Nehmen wir jetzt einfach. Schnell.